Hallo Leute, hallo YouTube. So, meine Meinung zur KI-Kunst, was ich von ihr halte. Also erstmal muss ich sagen, diejenigen, die dieses KI-Programm erstellen, denen kann man ja keinen Vorwurf machen. Die machen ja nur ihren Job. Diese Arbeit hat ja einen gewissen Wert, ne? Die programmieren ein Programm und dann kriegen die dafür Geld, ne? Aber was ist mit den Nutzern? Diejenigen, die KI-Programme benutzen, um irgendwas herzustellen, zum Beispiel jetzt ein Kunstwerk in Bild, Bewegtbild, Ton oder Schrift, was ist mit den Leuten? Ist ja so, naja, die nutzen ja das, was bereits vorhanden ist. Das ist ja keine eigene Kreativität. Für mich ist das sowas, also KI-Kunst, sowas wie Spielgeld, ja, wie Monopoly-Geld, ohne tatsächlichen Wert, ist nur Spaß wert. Ja, ich finde, KI-Kunst ist nur Spaß. Ist meine Ansicht. Also diejenigen, diese KI-Programme schreiben, die haben einen Wert erschaffen. Aber diejenigen, die diese KI-Programme benutzen und irgendein Bild erstellen oder so, also für diejenigen ist es, finde ich, ist nur Spaß. So sehe ich das nun mal. Das halte ich von KI-Kunst. Ist nur Spaß. Und wie gesagt, ist egal, ob es ein Bild ist, ein Film oder ein Text oder ein Roman, ja, oder eine Musik. KI-Kunst ist für mich einfach nur Spaß. So, mehr wollte ich dazu erstmal nicht sagen. Da wünsche ich allen einen schönen Tag noch.